Oh, ich begrüße euch mal mit dem zweiten Video. Ich habe jetzt insgesamt zwei Videos an einer Fahrt gemacht. Das heißt, die Kameraeinstellung ist noch das gleiche und das Mikro ist noch das gleiche. Aber ich werde dieses Video einfach mal jetzt mal machen, da habe ich gleich zwei, die ich gleich bearbeiten kann und euch mal zwei Videos hochladen. Und auf das erste, was jetzt schon hochgeladen ist, was ihr wahrscheinlich gesehen habt, ja, da wo ich hin wollte, zu dem Kieswerk, bin ich leider nicht hingekommen. Es ist nicht möglich, dahin zu kommen auf diesem Berg und dass man es von oben mal sieht. Das Foto habe ich euch eingeblendet, wo ich eigentlich hin wollte. Also habe ich mir jetzt noch einen anderen Weg gesucht. Keine Ahnung, wo ich hier rauskomme, aber auch nicht weit. Ob man hier nicht einfach eine schöne Aussicht. Schön. Berg. Ich finde es einfach mal schön. Ja. Die Ortschaft, wenn es einen interessiert. Ist Hundelshausen. Ja. Gut, machen wir weiter. Kennt ihr das? Der Feind vom Rollerfahren sind doch die Scheißsteine immer. Im Herbst noch der Laub dazu. Gut, im Winter Schnee und Eis. Aber irgendwie. So mit zwei Rädern hat man eigentlich sehr oft gefährliche Situationen, wenn man nicht aufpasst. Wenn ich jetzt die Vorderbremse ziehe vom Gras, ich glaube, das würde nicht so gut enden. Bis jetzt hatte ich mich noch nie hingelegt, auch damals hatte ich auch 25er Roller, dann auch 50er. Hingelegt habe ich mich noch nie mit dem Roller, aber ich habe es auch nicht ausprobiert, irgendwelche Grenzen zu fahren vom Roller, was der schafft oder so. Eigentlich falsch geworden. Weil ich habe jetzt nicht Lust, Beispiel mich mit dem Roller hier hinzulegen und dann ist er verkratzt oder Roller besteht ja aus Plastik eben und dann brechen die Teile da weg. Ist ja auch nicht so schön. Muss nicht sein, finde ich. Oh, fahren wir jetzt mal. Fahren wir nach links. Halten wir uns mal das Tempo hier, 20. Ist auch cool. Schild fand ich damals schon lustig. Das war das einzige Schild, wo ich mit 25er unterwegs war, wo ich mich ans Tempo halten, jetzt, wo ich bremsen musste. Bei 30er Zone Vollgas, Roller, Mova, fährt ja noch 25. Konnte man ja nichts falsch machen. Fand ich. Ja, das sehe ich dann mal. Ich habe gar nicht so Gedanken, weil eigentlich wollte ich mal ein Video heute drehen, um mal zu testen, ob das Mikro funktioniert und Kamerawinkel. Vielleicht drehe ich gerade das Video hier und das, was ich davor gedreht habe und das ist alles umsonst, weil das Mikro entweder gerade nicht funktioniert oder weil der Kamerawinkel scheiße oder weil die Tonaufnahme, ja, keine Ahnung. Hoffen wir einfach das Beste. Golf, ja. Ich hatte mal ein Lupo. Tief, laut und einen dicken Bass im Kofferraum. Das musste sein. Ist das nicht ein schönes Wasser? Könnte man eigentlich schon schwimmen gehen jetzt bei der Temperatur. Müssen wir Eisbaden. Gibt's doch. Machen noch viele Eisbaden. Ich könnte mal links fahren. Keine Ahnung, wo ich da rauskomme. Wir fahren geradeaus. Mal gucken, was hier geradeaus ist. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Dass er vorne ein Bagger lang fährt. Warum dann ein Bagger lang fährt, weiß ich auch nicht. Vielleicht wäre jetzt ein Loch buddeln. Ich weiß noch eins, dass der Bagger 100% langsamer ist als ich.
Also ich jetzt hinter diesem Bagger hinterher fahren muss. Ausnahme ist der Baggerfahrer so freundlich, macht mir dann mal Platz. Hier gibt es frische Milch. Schwarz-weiße Kuh ist Vollmilch, braune Kuh ist Kakao, war das nicht so? Hm. Ja, so ein bisschen Spaß muss man auch, glaube ich, in die Videos reinbringen, oder? So ohne Spaß, ey, Spaß, macht das ja auch keinen Spaß. Ich finde es immer lustig, wenn irgendwelche so Witze reißen oder so irgendwas Lustiges erzählen, auch fällt mir so, ja, machen wir klar, dass der Bagger langsam ist und er stinkt. Das sind diese 20 km/h. Mal gucken. Mein Taro geht 6 km/h falsch. Das heißt, er fährt unter 20. Ja. Ist das nicht schön? Was ich jetzt hatte, erst vor kurzem, war so ein schöner Traktor mit Gülle hinten drauf. Ganzer Anhänger voller Gülle. Und das Problem war an dieser ganzen Sache, es war auf der Landstraße, der Traktor ist 40 gefahren. Ja. Roller fährt 45 und mit 5 km/h, so ein Elefantenrennen, was LKWs machen, habe ich nicht so eine Lust gehabt. Ja, was heißt das? Bin ich erstmal ein paar Kilometer hinter diesem Traktor hinterhergefahren, der so schön gerochen hat, wo ich mir gedacht habe, halt doch einfach an und lass mich da irgendwo mal vorbei. Es gab ja mehrere Möglichkeiten, wo er anhalten hätte können. Aber er hat es nicht getan. Ja, mal gucken, ob er es mal macht. Oder aber so viel irgendwo abbiegt. Was man jetzt hier nicht sehen tut, dass man hier irgendwie abbiegen kann, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Dann sind wir mal gespannt, was der macht. Was jetzt stimmt da drin im Bagger und denkt sich so, haha, du kommst nicht vorbei. Lacht sich da umstimmt noch ein Ast ab, weil ich nicht vorbeikomme. Ja, das ist sowieso dreckig. Oh, er ist nicht vorbei. Und jetzt ein Traktor von vorne. Lass mich auch mal vorbei mit seinem Kuhanhänger. Okay. Du hast schon die Kühe abholen. Oh, da hat die Kühe verloren. Ich finde das nur deswegen hier hinten drin sind. Traktor mit 3-4 km/h rumfährt. Und die Kühe immer schön hinterherlaufen. Ja gut, sie müssen ja hinterherlaufen, weil hinter ihnen ist ja so gesehen dieses Gitter. Haben sie ja gar keine andere Möglichkeit, woanders hinzulaufen. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich fahr gerade raus. Und gucke mal, ob mir so lustige Punkte auf der Straße sind. Ich weiß es nicht. Ja. Ich werde mal jetzt so gesehen mein Video Nummer 2 innerhalb von einem Tag beenden. In der Hoffnung, dass das Mikro gepasst hat, dass die Kamera gepasst hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte jetzt kein Thema, was ich euch erzählen soll. Aber ihr seid ja in dem folgenden Video mal Kommentare lassen, irgendwelche Themen, Fragen und wie lange so ein Video gehen soll. Ja, wenn ich jetzt das Video beende an dieser wunderschönen Bank und nach Hause fahren, um mir die Videos anzugucken und ganz stark dran zu hoffen, dass alles super geklappt hat. Ich bedanke mich bei euch und ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend.